Da bin ich, Hippokrates. Ihr wolltet mich sehen? Ah ja, sicherlich fragt ihr euch, was es so Dringendes gibt. In der Nachricht stand, es ginge um Dion. Es klang recht persönlich. Nun ja, ihr müsst wissen, dass ich einst sein Lehrer war. Natürlich war das vor langer Zeit, bevor Sid mich aufgenommen hat. Damals zählte ich zu den führenden Gelehrten von Oriflam und stand in den Diensten des Kaisers, um die Bildung des Prinzen zu vertiefen. Als den zukünftigen Kaiser unterrichtete ich ihn in so gut wie allem. Geschichte, Religion, Handel, Staatsführung. Doch leider trennten sich unsere Wege, als Dion den Dragoons beitrat und seine staatsmännische Bildung nicht mehr erwünscht war. Ich hatte nicht erwartet, ihn wiederzusehen. Vor allem nicht hier. Wart ihr schon bei ihm? Nein, ich warte noch auf den rechten Moment. Er wirkt immer so zurückgezogen, verloren in Gedanken. Ganz so, als würde er mit Absicht die Einsamkeit suchen. Die Verbrechen, zu denen Ultima ihn verleitet hat, müssen ihn schwer belasten. Er gibt sich selbst die Schuld für alles, obwohl er weiß, dass die Verantwortung allein bei Ultima liegt. Als junger Knabe war es nicht Reue, sondern die Erwartungen anderer, die sein Herz bedrückten. Und diese Last trug er ganz allein, Tag für Tag, bis sie irgendwann unerträglich wurde. Heute bedauere ich zutiefst, dass ich ihm nie mehr als mein Wissen schenkte. Denn was er wahrlich brauchte, war Freundschaft. Die Schuld für Dions Verfehlungen ruht so sehr auf seinen Schultern wie auf meinen. Verstehe. Ich will euch helfen, so gut ich kann. Dann bitte ich euch, mir einen wilden Wyvern-Zahn zu bringen. Kräuterheiler pochen schon ewig darauf, dass der Anblick dieser Blume innere Ruhe spendet. Natürlich nur, um sie teuer zu verkaufen. Und doch ist in solchen marktschreierischen Märchen meist ein Körnchen Wahrheit enthalten. Ein Versuch kann nicht schaden. Wo finde ich die Blume? Und wie sieht sie aus? Gezüchtete Wyvern-Zähne kennt ihr sicher. Die Liliengewächse, aus deren Wurzeln das Gift für das Mahl gewonnen wird? Nun, die wilden Exemplare sind nicht weiß, sondern violett. Je rauer das Land, in dem sie wurzeln, desto dunkler. Bei diesem Wasserfall im Rikmalmoor in Valut, dort wuchsen sie früher in Mengen. Ob sie es heute noch tun, kann ich nicht sagen. Aber wenn nicht, dann weiß auch ich nicht, wo ihr suchen müsstet. Keine Sorge. Ich werde schon eine finden. Vertraut mir. Danke, Clive. Doch bitte, gebt Acht. Boah, anscheinend muss hier in meiner Wohnung so eine Hitze drin sein. Eine Flasche von ja, ab so am Schwitzen ist, ey, die ist klitschnass, ey. So, okay, dann einmal ab zu Joshua. Ich mache mir nämlich auch Sorgen um Jill. Joshua, wegen Jill. Ich glaube, du hast recht. Sie benimmt sich anders seit wir von Drachengrad zurück sind. Ganz anders als früher. Und es dürfte nicht schwer zu erraten sein, warum. Sie denkt, dass sie uns keine Hilfe mehr ist. Und deshalb müssen wir sie daran erinnern, dass sie noch immer zu uns gehört. Daran, wie dringend wir sie hier brauchen. Jetzt mehr denn je. Dass du sie noch brauchst. Die Frage ist, wie? Als ich klein war, wusste ich besser, was sie aufheitert. Das ist es. Erinnerst du dich an damals, als wir Vater auf seinem Ausritt begleitet haben? Als Jill und ich ausgeschert und auf die Manhöhe geritten sind? Ihr wolltet die Schneeastern sehen, das weiß ich noch. Es war das erste Mal, dass wir mitkommen durften. Als Vater merkte, dass ihr weg wart, scheuchte er sein gesamtes Gefolge durch die Landschaft, um euch zu suchen.
Im Regen. Und dann kam dieses Gewitter und wir mussten uns im Wald unterstellen. Irgendwo auf halber Strecke. Gefunden hat uns dann der Herr Kommandant höchstpersönlich. Er war nicht gerade begeistert. Das heißt, ihr wart nie wirklich da und könntet das jetzt nachholen. Oh, ja. Weit wäre es nicht. Na dann. Auch wenn die Mennhöhe sich sicher verändert hat. Nicht viel von Südrosaria ist heute noch so wie damals. Du meinst, ich soll erst nachsehen, ob dort Banditen sind? Ich meinte, wir könnten zuerst nachsehen, ob dort überhaupt noch Schneeastern wachsen. Was würdest du nur ohne mich machen? Ich finde es mal süß, so diese Hintergrundgeschichten alle zu erfahren. Wie gesagt, dafür lohnt sich es auf jeden Fall, alle Nebenquests zu machen. Und ich habe da auch voll Bock drauf. So, Nektar, was geht, mein bester Freund? Natürlich hast du wieder neue Viecher da. So. Foto machen. Einmal Garnik in Valut. Dann einmal Cap Osiré in Sunbrick. Sintemann, nice. Tod der Büßer auch in Sunbrick. Cool, ein Dragon wird das sein. Oder bin ich doch schon wieder voll dabei, ey. Da habe ich schon wieder voll Bock. So, dann gucken wir doch mal, was wir alles haben. Weltweite Berühmtheit. Wenn man dieser Schnapsdrossel von einer Kapitänin, die gestern bei mir am Tisch saß, Glauben schenken darf, dann hat sich die Kunde von deinen Taten inzwischen sogar über Valista hinaus verbreitet. Und nicht nur das, sie behauptet, es gäbe nicht wenige, die auf deinen Erfolg hoffen. Sie selbst mit eingeschlossen. Gerard. Genji-Handschuhe. Geil. So. Jedes Epos beginnt mit einem einzigen Wort. Jede Symphonie mit einer einzigen Note. Dies ist nur der Anfang. Deine Legende soll für immer erzählt, deine Taten für immer besungen werden. Alles klar. Bitte. Still und leise. Krass. Weil wir alle haben. Unser Ruf ist anscheinend so gut, dass wir alles haben. Nice. Dann habe ich vielleicht mehr. Das ist voll geil, ohne Witz. Cool. Machen wir die Mobs dann als erstes, würde ich sagen. So, mit wem fangen wir dann an? Dann gehen wir nach Garnik, Valut und erledigen die heulende Todesfee. Geiler Name. So. Ah, okay, da ist Garnik. Dann gehen wir dahin. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Klebt einfach mal so dran. War nicht schlecht. So. Ah. So, warte mal. Ich will sowieso mal gucken. Weil wir haben jetzt Genji-Sachen bekommen. Wäre mal interessant zu wissen, ob die irgendwie gut sind. Weil Genji ist heißt eigentlich, dass die was drauf haben, so, ne? Okay. Die sind hier nicht. Gut, dann nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich auch noch nachkommen wollte. So, ausnahmsweise mal kein S-Rang-Mob, der einfach so das for fun hier auftaucht. Oh, da rechts sind auch noch welche, okay.
Ui, die haben ziemlich gut EP gerade gegeben. Ich habe leider kurz einmal nach rechts geguckt. Unnötig. Ja gut, hat sich ja sowieso erledigt, weil wir Level Up hatten. Ein Ogre. Wie gesagt, ich hoffe mal nicht, dass man den Controller so stark hört. Das wäre natürlich jetzt echt doof. Muss auch immer gucken, ob ich den Sound auch vom Mikro anhabe. Ja, hier schalte ich den ab und zu mal immer ein bisschen ab. Weil dann mache ich die Lautstärke meines Fernsehers ein bisschen an. Wenn ich jetzt gerade hier ein bisschen rumlaufe. Bisschen Bewegung und so. Nein, dass ich mir was zu trinken hole während der Zwischensequenzen und so weiter. Kann man ja wunderbar machen. Nein, Alter. Zu viel Kaffee. Na gut, aber dafür haben wir 96 bekommen. So, dann sind wir mal gespannt, wie die Todesfee heißt. Bzw. so aussieht. Ah! Die Zamaluk. Die Zamaluko? Wie aus Final Fantasy 9? Interessant. Ist ein Boss nämlich gewesen. Und hier ist es Mob. Also der Name halt nur, ne? Aber das war jetzt eher weniger ein Windviech, sondern eher ein Wasserviech. Aber gut. Ich mag sowieso neue Sachen, also habe ich kein Problem damit. Das sind wie die Viecher, die wir am Anfang hatten mit Garuda. Eigentlich voll cool. Okay, das Viech ist sauer. Ich dachte, wir sind tot. Ohne Witz. Ich dachte es jetzt gerade wirklich.
würde ich nämlich denken, ach Bruder, halt's doch verdammt nochmal das Maul. Ja, das hätte mir jetzt schon sehr abgefuckt, sage ich ganz ehrlich. So, damit haben wir das Viech erledigt. Ich bin glücklich für diesen Moment. Als nächstes geht's nach Sunbreak. Nach Kap Osiriel. Ja, meine Aussprache ist auf jeden Fall gut. Gut, hier links ist es. Wie kann ich der Garnison heute dienlich sein? Okay, ich dachte schon, hä, man kann da nicht durch. Wäre ja voll scheiße. Ja, es ist sehr schwül, ey. Boah, ich hasse das, ey. Ohne Witz, ich mag so ein Wetter einfach nicht. Diese Dinger kämpfen nicht wie Menschen. Ich mag so ein Wetter einfach nicht. Wir sind in der Überzahl. Wir haben jetzt nicht so viel EP gegeben, ne? Aber ist ja egal. Also Fertigkeitspunkte. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt hier mal gewesen? Kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern. Okay, wir sind natürlich mal wieder kasische. Ja gut, ich kann mich besonders halt am Anfang nicht mehr so ganz dran erinnern. Ach, das Viech ist da schon. Doch nicht. Ja, ich dachte zuerst, weil... Weil es zuerst nichts gezeigt hatte, ne? Das wäre gut. Oh, das ist ein Stein. Ah, Mut. Ja klar, natürlich, da bin ich voll dabei. Den haben wir nämlich noch gar nicht gefunden. So, nur mit Bahamuts Angriff. Das einzig Blöde ist, die Kollegen greifen nicht an.
Und wir haben diese Flammen, die ich nicht so mag. Auch wenn die hier ganz gut sind. Okay, es war nur einer. Okay. Phase 1 beendet. Ja. Ja, die anderen müssen wir eigentlich auch noch finden, ne? Eigentlich ja. Aber es ist interessant, dass hier das zur Bahamut-Prüfung ist. So, Stufe 2, meine Freunde. Okay, Lichtraptoren. Hätte vielleicht nicht sein müssen, aber... Okay, Phase 2 abgeschlossen. Nice. Phase 3, let's go. Wenn ich Folge, was das angegriffen hätte, dann hätte ich das nicht gemacht. Jetzt kommt die geile Musik, wenn wir den Gegner schon besiegt haben. Meine Güte, ich hasse das. Naja gut, das sind mehrere Phasen, das ist gut. Können nicht heilen, weil ich sie besiege. Feier ich. So.
Ach, Dragoon ist er auch noch. Ich dachte schon gerade, hä, wir machen Doppelsprung. Gibt ja nur den Dragoon, Alter. Einfach zwei von denen. Krass. Das ist cool. So, jetzt kommt irgendein Superboss noch. Also, was heißt Superboss, ne? Ich bin gespannt, wer jetzt bei Bahamut auftaucht. Damit haben wir dann vier Ebenen abgeschlossen. Ach, ja, okay. Interessant. Hätte ich nie erwartet. Dann machen wir den. Und ich nehme volle Karacho ernst. Und Mega Flare Stufe 4. Mega Flare plus Giga Flare. Oder der hat ja überhaupt keine Chance. Na gut, das war jetzt kein schlechter Angriff, den er da durchgezogen hat. Aber auf jeden Fall war das eine awesome Kombi. Nicht viel, weil du eh gebrochen bist. Und weggeklatscht. Ja, wegen den 700 Erfahrung habe ich das nicht gemacht. Nö, ich wollte die Prüfung einfach nur abgeschlossen haben. Schön. Müsste die vierte Prüfung sein, die ich abgeschlossen habe. Shiva, Bahamut, Odin, Titan. Ja. Müssten wir nicht Feuer Ifrit auch noch haben? Ja, ich weiß es nicht. Ist aber egal. Wir haben ihn auf jeden Fall. Wir haben ihn auf jeden Fall besiegt und das reicht mir vollkommen aus. Mehr brauche ich nicht. Das ist trotzdem jetzt mal die Frage, wo soll der Gegner bitte schön sein? Weil hier ist ja nichts. Naja, wobei das ganze Ding ist ja... Das sieht noch etwas aus. Gucken wir mal kurz. Ach. Okay, mit Bahamut. Ja, das wird er sein. Ja, perfekt. Prinz des Todes. Stimmt. Sensenmann. Ja, gut, das passt. Ja, kann übel werden. Aber wir haben die Macht von Bahamut. Und jetzt die Power von Giga Flare. Yeah.
Find's schön, dass wir mal Gigaflare ein bisschen beim benutzen. Nee, Stufe 3, Stufe 4. Ach komm, ernsthaft. Jetzt kriegst du Stufe 4 ab. Na, ja, freu dich. Bruder, was wir alles auf ihn draufknüppeln, ohne Witz. Mega Flair, Zante Zuken, Giga Flair. Bruder, du kannst nur noch drauf gehen. Jetzt werden wir versuchen, noch alles Mögliche drauf zu knallen. Ja, er wollte noch unbedingt so seine Special noch einsetzen. Vergiss es. Du hast so in die Fresse bekommen. Ging nicht anders. So, Dunkelstahl. Das kommt mir bekannt vor. Langsam gehen die mir auf die Nerven. Ja, der ist aber auch. Der ist wirklich oft aufgetaucht. Der ist wirklich sehr, sehr oft. So, Tor der Büßer, das kommt mir auch irgendwo vor bekannt vor. Ja, das ist nämlich da oben. Fantastisch. Ah, leider müssen wir außen rum. So, da haben wir nämlich den nächsten. Da haben wir den Dragoon. Der Ritter des flammenden Herzens. Mich gerade gewundert, was das für ein Geräusch draußen ist. Ne, mein Nachbar gießt die Blumen. Ist richtig bei der Hitze. Sehr, sehr schwül. Überhaupt nicht mein Wetter. Dann will ich es tatsächlich kalt haben. Macht meine Heizung an und oder zieht sich wärmer an. Oder ein bisschen viel Gigaflare. Wie ist hier viel Gigaflare? Ich meine, ich feiere die Attacke. Gigaflare ist auch nochmal geil. Oh, da sitzt mal Phönix ein. Lebensflamme. Hätte uns eigentlich heilen müssen. Egal. So, jetzt brauchen wir glaube ich nur noch 300, dann können wir die Super Special von Titan lernen. Oder wir sammeln auf 2-3, da können wir Ionenschlag von Ramon lernen. Ja, beides eigentlich ganz cool. Ja, bei Titan ist ja einfach nur Felsen werfen. Ja, es ist gut, ist okay. Ist okay. Achso. Gut. Akasischer Goblin, okay.
Alter, der lässt uns hier überhaupt keine Chance auf Stufe 13 zu entzucken. Ja, so ein bisschen heilen tut es. Aber jetzt nicht überwältigend. Gut, dass ich es feiere. Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, auf Ionenschlag gehe ich. Weil wir können jetzt Titan, könnten wir jetzt lernen. Aber ich will lieber, nehme lieber das andere. Ionenschlag ist cooler. Würde ich jetzt mal sagen. Ah nein, das ist ein Chocobo. Aber Stufe 3. Naja, die Todesschreie von Chocobo mag ich nicht. Ne, mag ich überhaupt nicht zu hören. Tut auch weh. Das mit zu erleben, finde ich. Oh, der könnte sogar auf Stufe 4 hoch leveln. Okay, das ist cool. Wusstest du nicht, dass das möglich ist? Einfache 76 Fertigkeitspunkte. Passiert. So, da wartet der Dragoon auf uns. Also die Dragoons sehen mega cool aus. Ja, leider. Dann müssen wir ihn leider umnähten. Sorry, Dion. Müssen wir wohl machen. Ich hätte nämlich keinen Bock zuzuhören. Kratzerfähigkeit, Illusionssprung. Willst du nicht mal langsam aufhören mit deinen Scheißsprüngen? Bisschen too much.
aber reicht ihm wohl nicht. So. War ein bisschen Level. Level sag ich schon, ein bisschen HP Regenerations. Perfekt. Jägermeister! Nice. Weil wir alle gekillt haben oder was? Aber krass, wie viele Trophäen wir jetzt schon gekriegt haben, ey. Verdammt. Dion hätte dich sicher gern an seiner Seite gehabt. Ja, gehe ich auch von aus. Der war nämlich ziemlich stark. Musste ich ihn jetzt leider umnieten. Gut. Kann ich löschen, weil ich hab. So, als nächstes gehen wir dahin. Pilzfalkenschrei wieder. Was wollen wir da denn? Egal. An einem Ort, wo wir noch nicht waren, da bin ich voll dabei. Clive war hier. Ach, weil wir jetzt alles erkundet haben, oder was? Bruder, wie viele Trophäen kriege ich jetzt, ey? Wir sind da, aber... Es tut mir leid, Clive. Es bleibt doch nichts verschont. Und was nun? Wir suchen weiter. Es muss doch noch andere Wiesen geben, wo Schneeastern zu finden sind. Vielleicht, aber... Das ist der einzige Ort, den ich kenne. Kanter, meine ich. Und wenn wir jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt? Im Versteck, meinst du? Versuchen wir's. Okay. Apokrates wahrscheinlich, ne? Ne, der mit... der sich mit dem Garten auskennt. Okay, ja, macht Sinn. Macht auch Sinn.